Hallo und willkommen zurück zu LP Super Mario 64, die Super Mario Bros. Für Nintendo DS. Wir wollen dann mal fortsetzen. Gut. Mal sehen, was es noch so Schönes zu erreichen gibt. Zuerst kill ich mal die Hackfresse hier. Den kill ich auch. Gut. Eigentlich kann man den auch killen, den Nervensack hier. Gut. Wie gesagt, die Level werden nicht einfacher, die werden immer schwerer. Merkt man jetzt schon anders, die ganzen riesen Stirbis hier stehen. Ich glaube, so einen einfachen Kopfsprung killt die, glaube ich, nicht. Das weiß ich aber selber auch nicht so genau. Ob die gerade per Kopfsprung abrecken. Aber ich glaube, bei den Feuerbälle recken die ab. Komm schon! Er ist jetzt sehr da. Hallo! Wah. Also die war wieder geschenkt, eindeutig. Und dann sieht man ja wieder Mini-Rohre, das heißt... da gibt's eine... Oh, das haben sie da... Das haben sie da eindeutig aus Yoshi's Island kopiert. Für Nintendo 64. Ich hab das Spiel nie gezockt, aber... musste als Kind immer dazu sehen, wenn meine Schwester das gezockt hat, weil damals war die Konsole noch in meinem Zimmer. Also damals habe ich die ganzen Konsolen in meinem Zimmer gehabt. Das ist aber schon sehr viele Jahre lang her. Alter, scheiß Brett bewegst du auch immer da weg, ey. Keine Ahnung, was das soll. Ey, du Spritzer noch. Alter. Gut. Ja, das ist ja abkopiert, das wisst ihr jetzt schon. Die Yoshi Island, schlechte Parodie. Nenne ich jetzt mal so, schlechte Parodie. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht rüberkomme. Mit dem Face wird es ja ein bisschen doof. Aber... muss ich mich eben zurückschieben. Gott sei Dank war das Rohr da. Und die Krabbe kommt hinterher. Wow, die haben es geschafft. War ja fast wie eine Boss-Challenge. Nein, ich darf immer noch weiter. Ich glaube, die Würmer schlagen mal an. Komischen Stürbis, die da stehen, ist auch merkwürdig. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, ey. Als ob Mario so eine hohen Sprünge ab kann. Gut. Hier würde ich gerne ein Safe State machen. Augenblick. Weil hier möchte ich jetzt extra viel Leben abgrasen. Und nein, ich spiele das Spiel nicht auf dem DS. Ist immer noch Virtualkonsole. Ist halt erstmal, wo die mal 3 mal leben. Hier sind mal 3. Nochmal. Vermute mal, das mal 2 ist dahinter. Also. Den, das. Naja, den Endscheißegäste, den man da bekommen hat. Gut. War ja eigentlich recht lustig. Weiß jetzt nicht, ob ich hier so Kanone finden tue. Ach, hier kommen diese komischen Typen nachher. Diese Lakitos, die beschmeißen die mit irgendwelchen Sachen.
Da erscheint der Sack schon. Am besten irgendwo unterstehen. Man kann ihn auch killen, das weiß ich. Haben wir jetzt hier bloß... Die Koopas sind so dämlich. Dämlich sind sie nicht, aber die sind einer der nervigsten Enemies, also so sagt Gegner. Vergessen wir diesen Sack da killen. Gibt's auch eine Menge Aufgaben mit diesen Fritzen da. Das nach oben. Genau, ich nehme so eine Koopa, so einen Koopa mit. Dann kill ich diesen scheiß Clown da. Diesen Freddy Krüger Typen hier. Gut. War ja sie bloß immer dann Freddy Krüger, aber. Okay. Ich glaube, der erscheint von jeder Pyramide eben mal. Da geht's ja da gegen Koopa. Ja, schön umgelegt. Spawnt so ein riesiger Pilz, Alter. Und da oben ist der Eingang zur Kanone. Aber der Clown will sich jetzt hier nicht zeigen. Der wusste, was ich vorhatte, wahrscheinlich. Ist ja auch egal, ich hab die Level auch so frei. Das ist nicht das Problem. Mäuse geht mit ein paar Safe-State spielen. Gut. Hirgo, yes! Auf geht's, unter Tage. Oh, die wird so episch. So eine Spezialwelten sind eigentlich auch immer gut. Muss ich jetzt mal so, so loswerden. Schade, dass wir eine Welt nicht öfters gebaut haben. Aber bei Crash Bandicoot wie spiegeln sich die Welten eigentlich sehr oft. Ja. Dem muss man jetzt aufpassen. Also der Gegner war echt eine Leichnummer. Oh, was ist das Scheiße? Moment. Faster, faster, Mario! Also ich würde noch gern einen anderen Weg. Gibt's da noch einen Weg, der nach oben führt? Den möchte ich auch mal gern verfolgen. Mit dem Schwimmen ist eben so eine... Ach, da war der Teil. Ich das erst jetzt hier begreifen. Also erneut heißt es. Oh, Glück gehabt. Und yes, hier gibt's ein nächstes Secret. Da schalten wir nämlich ein paar Welten frei. Ach nee, das ist so gesagt der Weg. Also eine Welt freischalten habe ich jetzt automatisch, ja. Das stimmt. So, war meine Welt, die ohne Tiefwasser ist. Ist ja mein Stürbi-Werte. Knallen wir die ganzen Kotzkrücken mal hier ab. Die Münze hole ich mir. Das ist der Heinzelkopf hier.
dieser Frisch mit der Frauenlippe. Ich finde das so eine Frauenlippe irgendwie. Das selbe ist sie gar nicht, aber. Ja, der ist eine Frauenlippe. Aber Junge, mein kleines Kind, ja. Scheiße. Wurde erneut geownt. Nein, ja, mehr, ich weiß nicht. Eigentlich weiß nicht, wie beliebt das Spiel ist. Das kann und möchte ich nicht sagen, weil nachher sage ich irgendwas Falsches. Ach, der Scheiße, habe ich schon wieder hier verkackt. Ach, Cooper, stehe doch nicht im Weg rum, ey. Sag mal, hast du der Spielweg keinen Respekt oder was? Also ich glaube, da hinten war der nächste Secret, aber das ist mir erstmal scheißegal. Man kommt doch so in die ganzen Welten hinein, also das ist nicht das Problem. Wow. Schönen Eingang freischalten. Hatte ich jetzt einen Mini-Pilz, würde ich das automatisch machen. Auf geht's! Nochmal in der Welt. Gut. Mal sehen, was das Schönes zu makern gibt. Großen Pilz. Aber wer es leiden kann. Oh. Ich glaube, das war wohl ein Tritt in Schwarze. Ja. Also die Pflanze hat auf der Felle gehauen. Kriegst du mich nicht, kleine Stinkmäusche. Nur schade, dass wir nicht so viel von dieser Welt hier haben, von dieser Aufbauweise. Cool gewesen wäre das eigentlich, oder? Gut. Wie gesagt, ich spiele das Spiel nicht, blind, also. Ja, blind DP habe ich so gesagt, das ist nicht nötig. Irgendwie Energievorrat. Witzig. Wie lasch, Alter. Den eine Münze, ja. Auf die werde ich jetzt meinen Feuchten setzen. Oder kommt der noch runter? Augenblick. Riskieren wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Wow, Alter, Glück gehabt. Ja, ich bin wieder viel zu viel am Nuscheln. Das fällt mir jetzt so gesagt auch ein bisschen auf. Aber Gott sei Dank haben wir nicht das Leben verloren. Ja, lustig. Guck das Pflanzenmädel, Alter. Den können wir auch nutzen. Moment. Ja, oder auch nicht. Perfekt. Und die Uhr sagt 14 Minuten. Okay. Wir müssen ja noch mindestens bis zum Turm schaffen. Gut.
Ja, und diese Eigenschaft gibt es nur noch im Boss-Level. Aber da ist es andersrum, da gehen die Berge nach unten, nicht nach oben. Muss wissen, was mich hier noch an Nerven tut. Ich weiß nicht, ob das wieder so eine dumme Lakito-Stage ist. Den Stubi bitte abknallen. Tschüss! Tschüss! Ja, das sind Koopas, ey, die sind sowas von nervig. Wenn die da nur blöd rumrennen und nicht tun. Jetzt weiß ich, warum ich doof finde. Weil die einfach nur dämlich da die rumrennen und rummachen und was auch immer. Oh, da muss man geheim rein. Wie gesagt, das Spiel ist so gebaut, dass du in der Welt in den Welten sogar mehrmals erscheinen musst. Ja. Ist ja so fucking Problem. Ich weiß nicht, ob es hier unter weitergeht. Ja, hier geht's auch weiter. Und will mal wissen, wohin. Ach du Scheiße, der mit Wasser. Stirbi, ich verschwinde. Also, aber Fisch. So, das war bloß ein Weg zum Coin. Dachte, ich würde wieder ein Secret eröffnen, aber... Du legst mich nicht an, du Scheiße hier. Gut. Stirb. Seid ihr alle sowas von nervig, also. Da gibt es kein Wenn und Aber. Geil, nachladen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Wisst ihr, wie man da weiterkommt? Ach so. Wow, zwei oder drei Stück von den Teilen. Du machst keinen Stress, Hammer, Hammerburo. Ah, zwei von den Tutsis hier. Lob's nicht. Ja. Stirb. Das hat beinahe Leben gekostet. Ja, stirb, weil das hat beinahe Leben gekostet. Alles klar. Naja, okay. Komm, für den Turm schaffen wir noch. So, okay. Voll Fall Damage hier. Wie gesagt, hier ist die Leere wie in Minecraft. Da wo du unendlich fallen tust und nirgendwo ankommst. Außer irgendwann, wenn die Druckwelle jetzt hoch ist und du sterben tust. Da haben sie bei Minecraft ja so ein bisschen mit der Leere gemacht. Dass man da bei erhöhtem Druck einfach abrecken tut, wenn man jetzt realistisch denkt. Obwohl ich jetzt nicht so ein realistisch Denker bin, ehrlich gesagt. Nein, das bin ich nicht. Ich bin kein realistischer Denker. Bin mehr so gesagt ein Pseudo oder so ein Banause, der irgendwas sonst was macht, oder? Die Dinger bekommen irgendeiner Stage auch irgendwann wieder an. Aber so genau wissen tue ich das nicht. Knochen trocken, den kann man ja nicht besiegen. Ist der einzige Gegner, der mich so nerven tut, weil ich weiß nicht, ob er schneller oder langsamer als die Koopas läuft, aber der ist halb so nervig wie die Koopas. Also ein bisschen erträglicher, muss ich jetzt sagen. Wollte ich jetzt nicht mehr so erwähnen. Sondern die Geräusche und wie cool, wenn die sich wieder aufbauen. Rein da, los! Also hier geht es so gut wie keine Münze abgestaubt.
Tschüssen, tschüss, Bauer. Tschüss. So, was sagst du, Glock? Ja, ich glaube, das war's erstmal wieder mit dem Part. Also, bis dann. Gucken wir uns nochmal schnell die Sequenz an. Gut. Okay. Jetzt heben wir uns nach Ofelgebäude. Möchte ich jetzt nicht ergattern, weil ich habe ja noch Leben. Gut. Bis dann.